Moinsen Leute, da sind wir zu Let's Play Metal Gear Solid 5. Haha, ne, 3. Ich bin schon mal hingelaufen, wurde 10-mal erwischt, wie ihr sehen könnt. Und jetzt geht's ab zum Boss. Mal gucken, wie man uns schlage. Schlagen, wie auch immer. Brazilian wandering spider. Soon a most exquisite pain will engulf your entire body. Your limbs will be paralyzed, your lungs cease to draw breath. Eventually your heart will stop beating. Ah, but what fun would that be? Not a beating yet, little. The boss's apprentice. I will give you fear such as you've never experienced before. Come into my web. It is time for you to feel the fear. Ganz schön creepiger Typ. Und das ist der Wald mit Fallen. Ich gehe jetzt mal nicht dran. Wahrscheinlich sagt er mir, was abgeht, wie ich das machen soll am besten. Warum bin ich Nahrung? Ich wollte eigentlich heilen. Gegengift, oder? Wisst ihr nicht? Ja, Serum. Auch ein bisschen seltsam, aber... Wenn er Serum will, dann will er Serum. Verband? Nee, dann ist das hier das Richtige. Desinfektion, ja. In welcher Reihenfolge? Ja, eigentlich wichtig, aber scheint hier nicht zu sein. Naja gut, wollen wir mal nicht zu benibel sein. Oh ja, Zoom. Ne, da wollte ich eigentlich nicht hin. Ja, ich bin mit relativ viel Leben noch hier hingekommen. Das ist zum Glück gut. Normalerweise kann ich hier ja, so eine Art Nachtsichtgerät. Ich bin mir gerade unsicher, wie das Ding heißt. Personenmelder. Das können wir natürlich auch mal ausprobieren. Ich habe das Ding nämlich nicht mehr, also ich habe das Ding nämlich irgendwie nicht aufgesammelt und deswegen wird das hier etwas schwieriger. Nee. Aktives, habe ich das Ding nicht ausgewählt? Ich wollte eigentlich gucken gerade. Oh, okay, stimmt. Naja, gut. So. Naja, auch nicht so geil irgendwie, ne? Ja, ich renne am besten um den Baum herum und gucke, dass ich ihn irgendwie sehe. Also man sieht so leichte Umrandungen. Hier zum Beispiel. Ist nicht so optimal. Ja, da kann man leicht... Kann man sich leicht vertun, ne? Da oben. Ja. Das ist ein ganz schön creepiger Typ. Also ich habe einen Pfeil, ja. Den sollte ich eventuell mal noch nicht essen, Mann. Den Pfeil sollte ich mal entfernen. So. Und so und so. Und ich nehme einfach alles, was nicht stimmt. Was nicht passt. Und ich frage mich, gibt es das unendlich Zeug oder kann ich mich auch versauen? Also, dass ich nichts mehr zum Heilen habe. Ich habe auch gehört, dass wenn ich mich nicht heile, dass unser rede richtig, Mann, unser Immunsystem etwas besser wird.
und das Leben ansteigt. Das weiß ich nicht. Wenn es wirklich so ist, ist es schon genial, weil, ja, scheiß auf Gift und so, ne? Wo ist denn der jetzt? Muss ich mich weiter wegbewegen? Habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Aber anscheinend muss ich mal zum nächsten Baum rennen. So vielleicht. So vielleicht, Sokolov. Nee. Der war nicht so gut. Ja, vielleicht solltest du mal auf dein Bewegungsmelder hören. Nee, irgendwie nicht, ne? Oh Gott. Na, ich höre was. Wahrscheinlich wird es auch gleich die Falle sein, die ich höre. Ah, okay. Ey, du Sack. Gut, dass du dich zeigst. Wow. War ziemlich nah dran, ne? Ne? Na, scheiß drauf. Hier brauche ich auch keinen Schalldämpfer mehr. Er weiß ja, wo ich bin. Na? Du Affe. Wortwörtlich. Wo ist er hin? Aus meinem Blickfeld. Fressen und was? Was, echt? Oh, du Sack. Hey, ach so, okay. Hör auf zu brennen. Ah, das Leben steigt trotzdem runter. Beziehungsweise die Ausdauer bin mir gerade. Hä? Was machst du? Pfeile, Mensch, Pfeile. Das ist scheiße. Uncool. Uncool. Ja, ja, sehr gut. Alles verschwenden hier. Lasst mich doch verschwenden. Ja, alles verschwenden, cool. Ja. So würde ich das sehen. Wir haben auch nicht viel Essen. Ich habe alles weggeschmissen, weil das alles, ja, nicht so gut ist. Das hat zu lange im Rucksack gelegen. Also im Kühlschrank oder so wäre nicht schlecht gewesen. Ist er das nicht? Ne, da war er doch gerade, ne? Boah, ich kill den gleich richtig mit Leben, wenn das so weitergeht. Ich hätte es mir so einfach machen können mit dem... Oh, hör auf mich zu beschießen, Mann. Mit so einem, mit so einer Art Nachtsichtgerät. Ich weiß gerade nicht, wie das Ding heißt. Und immer wieder tue ich die falschen Dinger hier nehmen. Hä? Noch ein Pfeil oder wie? Oder gerade der neue? Nein, Junge. Ist denn der Typ? Auf dem Baum vielleicht? Ne, irgendwie nicht, ne? Ja. Wo war der? Der war doch gerade hier. Boah, du feige Sau, warum musst du dich tarnen? Geht mir auf den Sack.
Nein, nein, ich bin nicht genervt, nein, nein. Ich bin die Ruhe in Person. Boah, ich kill den gleich richtig. Wow, wow! Ja, das ist ein bisschen blöd mit der Ausdauer, ne? Jetzt ist er wieder was. Ach komm, ich glaube, ich kill den so. Falls ich mal dazu kommen sollte. Ohne Witz, ich habe den jetzt vor lang nicht mehr gesehen. Bis auf gerade eben, wo er zu nahe kam. Willst du mich verarschen? Mit Arsch, ja. Oh, nee, oder? Ich sehe den echt nicht. Was ist das denn? Am Bein? Am Fuß? Aber sehr, sehr seltsam. Naja, ich könnte das eine mal ausprobieren hier, ne? Warte. Ein Buch, wozu das denn? Mausefall gab's hier auch schon. Naja, stimmt, ich könnte halt das hier mal ausprobieren. Warte mal, machen wir einfach mal. Ja. Auch nicht so gut, ne? Auch nicht so prickelnd. Der aktiviert gleich... Oh, Junge! Der aktiviert gleich alle Fallen von selbst. Dann kann ich hier schon mal... Da kann ich hier wenigstens vernünftig rumlaufen. Wo? Ja, ich kill den, glaube ich, so. Ausnahmsweise. Ich komme sonst zu nix. Wenn er sich ständig hier heilen muss, muss ich das leider so machen. Falls ich mal, wie gesagt, dazu kommen sollte. Wow. Hä? Ich raff das nicht. Wo ist dieser Spast? Ich muss einfach mal wer Blendgranate. Einfach mal so ein paar hinschmeißen, so zack. Zack. Wow. Ja, super. Dann sterben hier Vögel. Der Vier ist geblendet. Toll, das hat's auch gebracht. Jetzt weiß ich trotzdem nicht, wo... Ah. Danke. Du zeigst dich auch mal, ja. Und schon bist du wieder weg. Ah. Ohne Scheiß kann der mal stehen bleiben? Wo ist der Spasti? Ey, was macht der da? Hätte sich selbst fast hier, wa? Warte, 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 warte. Ah. Wo ist er hin? Komm schon. Yes, yes. Doch, doch betäubt. Ja gut, er hat sich da weggeausdauert. Egal.
Ja, wie gesagt, er ist da wahrscheinlich so oft rumgerannt, dass die Ausdauer sehr, sehr gering war und ich habe einfach tot betäubt. Den Rest da. Uniform, natürlich. Okay, ich weiß es gerade nicht genau, wo lang. Aber das hier sieht später noch aus, dass wir hier rum müssen. Ja. Lass es so sein. Wir können außerdem, habe ich noch gar nicht erwähnt, wir können außerdem tricksen in jedem Fall mit Nachladen, indem wir einfach so machen. R2. Ich weiß ja nicht, welche Version ihr zockt. Ich glaube, Xbox gibt es ja auch. Ich zocke aber PS3. Ich weiß nicht, mit Xbox kann ich mal so gar nichts anfangen. Mal ein bisschen als Karton rumlaufen. Yay! Oh, ja. Geht jetzt nachgucken. Der ging doch gerade diese Richtung, oder? Ah, krieg ich mal. Ach so, warte, vielleicht tun wir mal. Ja, genau. Genau. Wo ihn genau? Hä? Oh, jetzt ist aber jetzt mal gut, ne? Jetzt ist aber mal gut hier. Den habe ich jetzt echt nicht gesehen, ne? Yeah, Leben. What the fuck? Hier oder? Nee, keine Ahnung. Oder warte mal. Ich hab da irgendwo muss ich eine Karte. Lalalalalala. Schlüssel. Kann nicht mehr ausrüsten, etwas ablegen. Achso. Personenmelder. Der ist jetzt nicht so praktisch, ne? Der Personenmelder. Wenn wir mal ehrlich sind. Ah, hier nicht, ne? Och, Jungs. Ich weiß echt nicht, kam ich von hier oder muss ich hier ran? Ich meine, die Tür kriege ich auch ohne auf. Außerhalb des. Ja, ich glaube, jetzt bin ich wieder ganz raus, oder? Ja, da wollte ich nicht lang. Lass mich da durch. Danke. Danke. Hey, was, Mann? Ladida. Du spielst mit meiner Geduld. Warte mal. Wo geht's jetzt rein? Hier? Danke. So und tschüss. Das ist die Tür. Nee. Dann ist es. Wo ist die Tür? War doch die, oder nicht? Oder geht die nur auf, wenn der Alarm weg ist? Jetzt müssen wir ausprobieren. Oder ganz weg. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, Vorsicht reicht schon. Also in den meisten Teilen war das so. Komm mal, Krabi. Lupfstrahl. Wie hier einfach keiner kommt. Aber ich muss mal ein bisschen. Oh. Der wird mich wahrscheinlich nie sehen. Ja.
Sorry. Lass dir Zeit, Junge, lass dir Zeit. Dauert das noch länger? Hat jemand meinen Karton gesehen? Och nee. Och nee. Komm, das sollte reichen. Ja. Hat er sich in die Hose gemacht? Das sieht schon komisch aus, oder? Sicher ist sicherer, ne? Komm schon mal an, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Aber ich sehe nur diese eine Türe. Nö. Oh Mann. Ja, oder die, aber irgendwie. Och, komm schon, deine Mutter. Deine Mutter, Digga. Ich raff grad echt nicht, was ich machen soll. Und da. Süd, das ist ein anderer Eingang. Hm? Was ist denn jetzt los? Snake, are you there? Eva, where are you? In the fortress, in Groznygrad. Dr. Sokolov is here too. Is he all right? He's fine. Right now he's busy putting the finishing touches on the Shagohod. Good. That means they haven't killed him. Not yet anyway, but you better hurry. They've already finished the phase 2 tests. Once the final preparations are complete, they'll have no more use for him. The Colonel won't have any qualms about killing him if he thinks the CIA is closing in. Eva, you can't let Sokolov out of your sight. I know. Snake, do you know where Groznygrad is? Granin told me that I should be able to get there from the mountains to the north, through an underground tunnel. Granin told you? Yeah, he even gave me the key to the warehouse. Why? Because he was drunk, I guess. You've gotta be kidding me. Hell if I know. Snake, there's one problem with that route. What problem? The mountain entrance to the underground tunnel that leads to the fortress is sealed. You need a key to get in. A key? What about the key Granin gave me? That key won't work. But don't worry, I'll figure something out. I have an idea. There are some ruins at the top of the mountains. Meet me there. The top of the mountains. Got it. Wait. There's something else I've got to tell you. Now what? I heard that one of the Cobras is waiting for you in the jungle at the foot of the mountains. He's a legendary sniper called The End. Yeah, I've seen him before. That ridiculously old guy, right? Don't underestimate him. He's known as the father of modern sniping. Is he alone? No spotter? None. He's all by himself. Apparently, he doesn't need a spotter. You can't be serious. The entire forest is on his side. The forest. Stay alert. Yeah, I'd hate to have it be the end for me. Nettes Wortspiel. Das die End dauert verdammt lange. Vor allen Dingen, ich habe auch ist mir gerade aufgefallen. Ich habe gar nicht. Ah, oh, Junge, ihr merkt schon, mein Brain ist gerade nicht so ganz da. Ich habe mein Nachtsichtgerät oder was auch immer das war, nicht. Warum auch immer,
Ich weiß auch gar nicht genau, wo ich das verpeilt habe. Weil das wäre, das ist ultra nützlich für die End. Das kann dann Jahre dauern. Naja. Gucken, wie wir uns schlagen. Das jetzt schon kommt, weiß ich nicht. Ich glaube, das dauert noch ein paar Meter. Ein bisschen verwirrend, oder? Gibt's überall Wege. Och, dein Ernst? Ja, die Übersicht hier ist super, oder? Man sieht hier alles. Jetzt press dich doch nicht an die Wand. Deswegen kritisiere ich auch den dritten Teil sehr, sehr krass. Weil dieses Waldfeeling sieht zwar cool aus, ist aber total verwirrend. Also hier sieht irgendwie alles gleich aus, meiner Meinung nach. Und wahrscheinlich bin ich jetzt zurückgelaufen. Ich weiß es echt nicht. Ne, sieht irgendwie anders aus. Aber ich bin noch nie so mit Orientierung gewesen, von daher. Fuck it up. Oh yeah. Eine Hütte? Ist die wichtig? Sollen wir da mal reingucken? Vielleicht gibt's ja was Nettes. So für. Das sind zum Beispiel Sniper oder sowas in der Richtung. Gucken wir da mal rein, ja. Habe ich den nicht auch getroffen? Also normalerweise war ja er zuerst dran. Give me power, give me power. Eine Lagerhalle oder was auch immer hier ist. Oh! Ja, passt. So will ich das sehen. Radio. In Phantom Pain könnte ich jetzt 80er Musik holen. Hahaha. Ha, ha. Da unten gibt es wahrscheinlich auch einen Weg. Hier ist ein Weg nach draußen. Es gibt mir irgendwie Leben oder so. Irgendwas Nützliches. Ich will nicht umsonst gewesen sein. Ja, super. SDK, was ist das? Diese Frösche sind gut. Ich glaube, die kann man... Die kann man immer wieder aufsammeln. Whatever, sie haben... Ja, ja, dachte ich mir. Dachte ich mir. Na. Was habe ich denn gerade aufgesammelt? Bin mir gerade unsicher. Wahrscheinlich die Schrotflinte, oder? Oder Munition. Aber irgendwie nichts sonderlich Interessantes hier. Munition. Ja. Ja, interessant. Interessant. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ne? Bisschen enttäuscht. Jetzt bin ich extra reingelaufen. Hier vielleicht. Nahrung. Ration. Naja, okay. Besser als nichts. Oh, hi.
Schubidu, Schubidu. Jetzt bin ich in den Kreis gelaufen. Was ist das hier? Jetzt bin ich auf den... Wie dumm. Leute, Leute, nein, nein, nein. Einfach nur nein. Zirkelman, Zirkelman. Hä? Bam. Na gut, ich hätte auch hier rumgehen können, aber... Der hat mich dann sowieso gesehen. Ja, war irgendwie nicht sonderlich, sonderlich interessant, das hier. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis rum. Oder muss ich hinter die Hütte? Nee, glaube ich nicht. Ich hasse diesen Wald. Wie kann man den mögen? Findet ihr euch hier zurecht? Also jetzt mal ohne Scheiß. Wo? Da war eine Falle. Oh. Irgendwie durch Glück bin ich doch richtig. Naja, meinetwegen. Found that sniper you were talking about. That's the end. He's a legend, known as the father of sniping. I've got experience sniping in urban and marine environments. What about the forest? Never. I see. Well, that forest is divided into three areas, a river, a plateau, and a clearing. He should be lying in wait for you in one of those places. Sounds like this may take a while. It'll be a test of endurance. Be careful, though. From what I've heard, the End has an almost supernatural knack for camouflaging himself. So, whoever moves first loses. This guy's over 100 years old, though, so I should have the advantage in terms of stamina.
I wouldn't be so sure if I were you. Why's that? I've heard that his body is photosynthetic, like a plant. What is he, some kind of monster? On top of that, he can speak to the forest, too. So in other words, he knows it inside out. Uh-huh. But he doesn't know you. I'm sure you can beat him. Don't worry. I intend to. Die Ente ist schon ziemlich cool. Sehr spezial. Und ich könnte es mir jetzt einfach machen, wie gesagt, aber ich habe dieses Ding nicht. Dann könnt ihr seine Fußspuren sehen. Und das kann jetzt ganz, ganz schön lange dauern, Leute. Oh je, oh je. Da kann sich überall aufhalten. Ich könnte ab und zu mal mit dem Fernglas mal rumschauen. Den ich jetzt so gut wie nie benutzt habe. Na, wie funktioniert das Ding? Das war's schon? Ich kann doch bestimmt irgendwo zoomen. Ah. Ja, okay, okay. Ah, die Ente ist schon ziemlich cool. Wow. Achso, du zeigst mir ungefähr die Richtung an. Das ist natürlich... Ja. Das ist natürlich äußerst interessant. Aber wenn der Foto sind, wenn der photosynthetische... wie auch immer hat, dann könnte es ein Problem werden. Ob er mich hier um die Ecke sieht. Und ob ich ihn überhaupt treffe. Ja. Das ist zu weit weg. Ich habe keinen Sniper, ich habe nix. Müssen wir einfach mal auf gut Glück, wa? Irgendwie muss ich näher dran. Ich muss näher dran. Ja, ins Scharfschützen wahrscheinlich sowieso. Ich habe ja auch keine Waffe oder so. Beziehungsweise für die Entfernung. Jetzt ist er wieder weg, oder was? Naja, super. Das kann dauern. Und jetzt könnte ich speichern und eine Woche warten, dann stirbt dann Altersschwäche, aber ich will ja noch zu irgendwas kommen, aufnahmemäßig. Vielleicht, ich habe das Gefühl, er visiert mich gerade an, weil da so ein Schatten drüber ist. Ja, ich glaube, das ist nicht so gut. Ich muss irgendwie in Deckung gehen. Irgendwie muss ich in Deckung gehen. Wo ist er denn? Er hat mich irgendwie im Visier, habe ich das Gefühl, aber... Jetzt? Immer noch? Leute, ich sehe nichts. Wie geht das? Wie ist das möglich? Ich renne überall hin und er hat mich immer noch im Visier. What the fuck? Oder ist es am Essen? Aber das war ja eigentlich noch nie, wo ich Hunger hatte, ne? Ja, lecker Vogel. Die tatsächlich am Essen. Ziemlich cool. Das verstehe ich nicht. Egal. Das war ja, wie gesagt, eigentlich noch nicht. Ist hier vielleicht was drin? Außer Essen. Scharfschützengewehr, ja. Ihr seid ja gnädig, Leute. Ihr seid gnädig. Ihr seid so gnädig. I love it. I love it. Damit kann ich schon einiges mehr anfangen.
Wo ist das Ding? Das soll das sein? So viel Munition? Was ist das? Kaninchen. Interessant. Naja gut, gucken wir mal. Scharfschützengewehr, tatsächlich. Ein bisschen viel Munition, ne? Na? Wie ziele ich? Wie ziele ich? So nicht. Ah, ich hatte es gerade. Ja, warte. So. Okay. Nein, hier schieße ich. Ja, gut, okay. Dann weiß ich ungefähr Bescheid. Jetzt hat er die Kamera geändert und jetzt hat er schon wieder Hunger. Die Sicht, ey. Da war ein Hase, ja. Europäisches Kaninchen. Habe ich wahrscheinlich irgendwo aufgesammelt. Danke. Warum danke? Träume süß, hat er gesagt. Ist doch freundlich. Jetzt habe ich ihn. Ja, stimmt, er schießt nur mit Pfeilen. Er kann uns gar nicht umbringen. Und dann landen wir irgendwo. Jetzt brauche ich die Koordinaten wie eben. Zum Beispiel da. Aber das Problem ist. Gut, ich hätte nur den Knopf drücken müssen, ne? Bäm, du Sack. Ja, so gefällt mir das. So machen wir das. So kommen wir weiter. War gut, du warst abgezogen. Schöne Atmung hier. Du, 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 du. Ja, ihr habt schon gemerkt, das ist so ein ja, ruhiger, neuer Kommentarstil, den ich hier in letzter Zeit abliefere. Aber ich finde das besser, ehrlich gesagt. Dieses Ausrasten ist so ein bisschen für Kiddies meiner Meinung nach. Ist jetzt auch nicht so, dass ich 10 Minuten nichts sage oder so. Ne? Naja, Nuschel, Nuschel, Nuschel. Ne? Komm, zeig dich. Zeig dein Face, Mann. Ob das heute noch was wird? Naja, das sehen wir ja dann. Nein, du gehst nicht zurück. Habe ich was gesehen? Nee, ne? Gib mir deine Koordinaten. Ich meine, ich muss den ja killen, oder? Kann ich einfach abhauen. Glaube ich zumindest. Nein, du gehst nicht zurück. Schon mal an. Ich muss ihn nur noch zweimal beschießen. Wenn ich hier hochgehe vielleicht.
Schöne Aussicht. Langsam nervt's. Ist er im Schlafen? Wahrscheinlich. Hier gehe ich wahrscheinlich. Ja, das will ich nicht. Das will ich nicht. Zeig dich, zeig dich. Du Sackgesicht, zeig dich. Alter Knacker da. Aber wird auch nicht erklärt, ne? Diese übernatürlichen Fähigkeiten von diesen Typen. Hey, wo ist der Typ? Der Typ. Der alte Sack da. Wahrscheinlich durch irgendeine Ecke übersehen wieder mal. So kennen wir das von Snake. Sollen wir mal den Bewegungsmelder... Was ist das eigentlich hier? Ne, nur Tiere will ich nicht. Ne, der bringt auch nichts, ne, der Melder. Dafür ist der Typ zu weit weg. Snakey. Wenn wir gerade dabei sind, ne? Wir hampeln hier rum, ey. Schlaf. Hallo, nimm jetzt. Nimm doch. Danke. Nebel. Super. Ja, jetzt schießt du, oder wie? Ich renne die ganze Zeit rum. Und wo kam denn der Schuss? Boah, das wird ja ziemlich dichter Nebel jetzt. Hier gehe ich zurück, oder? Nee. Ich sag ja Wald und Orientierung. Schon ein bisschen scheiße hier. Zumindest habe ich da ziemliche Probleme mit. War das nicht hier? Das war doch hier die... Nee, das war die Ecke. Na, endlich. Aber der alte Mann hat eine ganz schön große Fresse. Kann ich nicht um die Ecke mit dem... Hallo. Bisschen daneben gezielt, ne? Auch noch ein bisschen. Ist ein bisschen scheiße. Ich kann nicht um die Ecke mit dem Ding.
Weißt du, trifft mich nicht hundertprozentig, wenn ich hier liege, ne? Aber drauf anlegen sollte ich das jetzt auch nicht unbedingt. Toll. Toll, toll, toll. Ah. Na endlich. Na endlich. Er hat uns ein Kompliment gemacht. Komm, wir schlafen. Gute Nacht. Sollen wir wieder was essen? Nichts zu heilen, okay. Snake Eater! Nee, Snake Eater! Okay, lass mal das. Die Ausdauer schrumpft von The End. Eine Falle. Ihr wollt mich... Voll Idiot. Ja, das glaube ich auch. Snake, you've been caught in a snare trap? You're gonna get yourself shot if you stay up there. Use the action button to cut the rope and escape from the trap. Hurry, before he finds you. Dankeschön. Aber jetzt weiß ich ungefähr deine Richtung, oder? Yes. Wie der sagt, Idiot. Das finde ich jetzt ein bisschen gemein. Vor lauter Bäumen sehe ich hier nichts. Nee, ein Vogel. Im Sniper bin ich dir definitiv nicht gewachsen. Bist du jetzt wieder abgehauen? Och nö. Och nö. Oh, Motherfucker, yeah, lecker. Warum geht die Ausdauer gerade so schnell weg? Weil ich die ganze Zeit rumrenne. Och, das nervt. Da hab ich nur fertig gerichtet, ne? Dabei bin ich im Wald, hier, da könnt ihr jede Menge Zeug holen, aber... Brauche jetzt eigentlich... Außer in Kämpfen brauche ich jetzt eigentlich nicht so unbedingt oft Futter. Kann ich den Hasen treten? Geht das nicht? Irgendwie nicht, ne? Ab und zu mal was fangen schadet sicher nicht. Warum ich immer so nuscheln muss, ne? Nuschel, nuschel, nuschel. Verstanden, ne? Zeig dein Face, zeig dein Face. Ich brauch dich nur noch einmal treffen.
Eigentlich wollte ich den nicht killen, aber... Ich meine, hallo? Wie lange soll das jetzt noch dauern, wenn ich darauf achte? Wenn ich da darauf achte, dass ich ihn nicht kille, sondern eher betäube. Ey, du kannst echt hier 10 Minuten rumrennen und es passiert einfach gar nichts. Und da wundere ich mich auch, warum die Ausdauer die ganze Zeit weggeht. Ich wäre aber auch definitiv schon K.O. so, so oft wie der hier rumläuft. Aber ich schweife ab. Schweißen, ja. Nein. Ach komm, jetzt schieß wenigstens. Ich lass mich auch gern 5-mal treffen, wenn ich dann weiß, wo du bist. Wenn ich das dann weiß. Diese eingeschränkte Sicht, ne? Die macht einen wahnsinnig. La 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 la. Ist ja wieder am Schlafen, ganz ehrlich. Da passiert einfach gar nichts. Achso, jetzt habe ich die. Jetzt habe ich den Baum hier schon bestimmt 10-mal gesehen oder so. Oder 20-mal. Mir platzt ein bisschen der Kragen. Wie gesagt, es wäre einfacher, wenn ich das Dings hätte. Nein, 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 nein. Dieses Nachtsicht-Ding oder was auch immer das für ein Teil ist. Infrarot. Infrarotsicht, glaube ich. Das wäre definitiv einfacher. Ich mache jetzt einfach Spinne. So eine krasse Tarnung ist das. Komisch. Tier. Jupp. Ich will gesehen werden. Was für eine scheiß Ansicht hier. That's damn good. Verdammte Scheiße, ist das lecker. Yeah. Komm schon, Mann, ich hab doch extra hier Tarnung niedriger. Hier ist ein Baum, ne? Aha. Aber ich glaube, das ist echt so. Och, Junge.
Dankeschön. Dankeschön. Hat ja auch lang genug gedauert. Wie ernst? Wie ernst? Trotz Witz ist es immer noch so ernst. Echt gut. Oder andersrum, wie auch immer. Ja, ich hätte ihn besiegen müssen. Sonst kommen wir wieder nicht durch. Gut, ich würde sagen, gehen wir da vorbei. Wenn ich wüsste, wo es ist. Und wenn ich es gefunden habe, mache ich hier mal Ende. Wenn ich es gefunden habe. Wenn. Nee, so ist das. Ist das das hier? Ja, glaub schon. Genau. Ah, ich weiß nicht, ob ich hier beenden soll oder ist jetzt... Ach komm, ich gehe da hoch. Ich wusste echt nicht, dass es jetzt schon kommt. Dann sind wir ja relativ weit mittlerweile. Ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen, dass das Snake Eater Opening oder Intro, wie man auch immer, übersprungen habe, beziehungsweise es hat nicht geladen und jetzt habe ich es einfach nicht reingeschnitten und jetzt kommt dieser Song hier. Halt die Fresse. Eine ziemlich geile Idee, wenn ihr mich fragt. Einfach mal so 3 Minuten hier die Leiter hochklettern. Höchst interessant. Das ist so gut. Müsste mich jetzt eigentlich mal fallen lassen. Wie der Magen die ganze Zeit knurrt. Naja, was soll's. Ich will nicht so viel verschwenden. That's damn good. Bam, 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 bam.
Snake Eater! Dum, 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 dum. Der musste sein. Aber es ist echt mutig, so eine fette Leiter hier. Jetzt müsste ich mal runterspringen. Also wenn ich das nicht kannte, wäre ich wahrscheinlich echt runtergesprungen. Ich glaube, das erste Mal habe ich das gemacht. Ich weiß es nicht genau. Gut, ich würde sagen, hier ist Ende. Hat sich ein bisschen langgezogen mit The End. Aber ja, ist eigentlich normal. Also da brauchen viele ziemlich viel Zeit, wenn man es so macht, wie ich es gemacht habe. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich habt ihr Spaß gehabt. Haut rein, Leute. Tschaußen. Circle Man, Snake Eater, whatever. Yo, baby, 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 baby.